Bistro-Oase bei Paper Mario Color Splash gibt's in dieser Folge. Ich bin der Nico, der Kanal ist Padauts. Und in der letzten Folge haben wir die Schnick-Schnack-Schnuck-Arenen 2 und 3 absolviert und in ein paar andere Maps ein bisschen reingeschnuppert. Und dann geht's hier auch los. Was ist das, ein Kaktus? Ja, ich denke mal, dass hier, jetzt habe ich Katerinchen. Das Katerinchen hier zu finden sein wird, weil wir haben ja den Tipp bekommen, dass die gern Sonnenaufgang oder so. Oh Gott, hier fehlt aber richtig viel Farbe. Oh, entweder ist das hell oder die Farbe fehlt. Oh nein, das ist ja noch eine von diesen riesigen weißen Flächen. Wie gruselig. Sind das etwa Toads genau in der Mitte? Dann gehe ich mal zu denen hin. Ach ja, so lässt sich's leben. Du willst doch nicht gerade jemanden retten oder so. Denn ich will nicht, dass meine Auszeit hier vorbei ist. Niemals. Tut mir leid, meine oberste Priorität besteht gerade darin, Leute vor der Sommerhitze zu retten. Obwohl, du hast ja nur für 3 Stunden bezahlt und die sind genau jetzt vorbei. Tut mir leid, aber wenn ich weitermachen soll, musst du das erneut buchen. Einen schönen Tag noch. Gelber Retter, Tod Nummer 5, bereit zum Einsatz. Und jetzt ab zum Rapport bei unserem Anführer im Bonsai High. Nui! Hey Mario, also ich weiß es echt zu schätzen, dass du den langen Weg hierher gekommen bist, aber ich habe keinen Tisch für dich, in Ordnung? Wenn es dir nichts ausmacht, an der Bar zu sitzen, schaffe ich es vielleicht noch, dich reinzuquetschen in 3 Jahren oder so. Was soll ich sagen? Das Geschäft läuft so gut wie nie zuvor an der Bistro-Oase. Wir sind gerade der hellste Stern am Firmament. Mit Ausnahme vielleicht des Sterns, den ich vom Firmament geholt habe. Stern vom Firmament? Mario, ich bin mir ganz sicher, dass er über einen Farbstern redet. Entschuldigung, Gastro-Guru. Gibt es vielleicht irgendeine Möglichkeit für uns, die Reservierung zu beschleunigen? Vielleicht, wenn wir ihnen für ein paar Stunden Luft zufächeln. Keine Chance, Mann. Wenn ich für Mario eine Ausnahme mache, wollen andere auch. Was kommt als nächstes? Tisch für 4 auf den Namen Luigi? Am liebsten heute noch? Nicht in meiner Bistroase. Außerdem habe ich heute noch einen Pediküre-Termin. Tja, Mario, da müssen wir uns wohl etwas anderes einfallen lassen. Sieh mal, ich bin im Urlaub und ich gebe keine Autogramme, in Ordnung? Ja, ich glaube, die Fläche kriege ich so nicht gefärbt. Aber den Stein hier hinten. Ja. Abgenutzter Sprung mal 5. Ich glaube, nach... Unmöglich! Du wirst es niemals schaffen, die ganze Fläche einzufärben und mir kannst du es glauben. Ich bin schließlich ein Farber immer. Ja, er hat's ja schon gesagt. Aber wenigstens haben wir schon einen der Rettertods. Das ist ja auch viel wert. So, Kamera, geh mal wieder nah ran. Danke. Was ist hier drin? Abgenutzter Schuh. Was sagt das Schild? Gastro-Guru-Tod, Bistro-Ase. Das Fass braucht ein bisschen Farbe. Das hier ist, glaube ich, bunt genug. Das hier auch. Dann gehen wir mal das Röhrchen hoch. Düp, 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 düp. Pling. Betreten. Geht nicht, ne? Durch diese Röhre kommt so schnell niemand durch. Die ist voller Sand oder so. Ah, ich kann das auch nicht weghauen. Kann ich irgendein Item benutzen? Nee. Ah, ist aber schon eine lange Schlange. Man sieht das schon richtig. Also dieses Restaurant ist mittlerweile viel zu etabliert. Ich bin schon hierher gekommen, bevor es cool war. Es wäre kein richtiger Brunch, wenn man nicht vorher 2 Stunden draußen warten würde. Ich will nur den Gastro-Guru treffen. Er ist eine Legende. Dieses Restaurant ist so exklusiv, dass noch nicht mal der Inhaber reingelassen wird. Brauche Kaffee. Das hier ist die Schlange von dem stillen Örtchen, oder? Ich denke nicht. Na gut, da. Was sagt er? Da kommt wohl niemand rein, bevor der Gastro-Guru nicht aus dem Urlaub zurück ist. Ach, komme ich nicht runter. Ja, nur wie bringe ich den Gastro-Guru dazu, keinen Urlaub machen zu wollen? Ich rede mal nochmal mit ihm. Komm schon! Na.
Sieh mal, ich bin im Urlaub und ich gebe kein Autogramm, in Ordnung. So. Vielleicht den Schirm. Hey! Das ist ja mal gar nicht nett, mein Freund. Gar nicht nett. Ja. Leb damit. Hm. Fein, fein. Aber dadurch kommst du auch nicht schneller rein. Das weißt du doch, oder? Ha. Gut. Hier scheine ich nichts machen zu können. Dann gehe ich hier wieder raus. Ah, ich muss auch noch zu Fuß raus. Ich dachte, ich kann jetzt einfach Plus drücken. Hm. Ja, gut, hier komme ich nicht weiter. Ich muss irgendwie zu Katharinchen kommen, damit der Professor mir den Stachel gibt. So, Leute, ich bin jetzt wieder in Gut Schlüsselblume und gar nicht dran gedacht, dass es ja auch logisch ist, wenn ich vielleicht einfach den Knochen, den ich gefunden habe, hier hinlege irgendwo. Ah! Dann müsste ja Katharinchen vielleicht einfach hierher kommen. Ich kann da jetzt dieses Ding ausschneiden und da ist genauso viel Platz wahrscheinlich für eine Karte und da haue ich da den Knochen rein. Moment. Jetzt muss ich natürlich bei meinen 999 Karten den Knochen finden. Hab ihn. So. Materialisier dich, Knochen. Puff. Wow. Und auch noch über das Härchen drüber. Oh mein Gott. Ich hol die Kette aus dem Wald, glaube ich. Oh nein, der Professor wurde von diesem riesigen Ding plattgewalzt. Jetzt wird er noch in viel mieserer Stimmung sein. Was redest du denn da? Das war doch mein geliebtes Katharinchen. Werter Mario, danke, dass du sie gefunden hast. Sie ist aus meiner bescheidenen Hütte wohl herausgewachsen. Doch ich bin froh, dass sie noch ein letztes Mal zu Besuch gekommen ist. Könntest du mir noch einen Gefallen tun? Sorge dafür, dass sie genug Platz hat und immer schön spielen kann, ja? Und sage ihr, wo sie auch sein mag, dass ich an sie denke. Yay! Oh, und ich habe noch ein kleines Dankeschön für dich, weil du so nett warst, mir zu helfen. Folge mir. Okay, das ist nicht so ausgegangen, wie ich mir das vorgestellt habe. Ah ja, wo waren wir? Richtig. Ich hatte dir eine kleine Belohnung für all deine Mühen geben wollen. Ein Tod von der Ausgrabungsstelle wollte ich schon wegwerfen, aber ich dachte mir, dass du dich vielleicht dafür interessieren könntest. Aber vorsichtig, es ist so spitz wie... Also etwas, das furchtbar spitz ist. Entschuldigt meine lahme Ausdrucksweise. Ich bin nur ein Altkramonologe. Keiner von diesen Leuten, die gut mit Wörtern sind. Ah, jetzt hab ich's. Es ist so spitz wie der stachelige Stachel eines Stachis. Yay. Also, wie gefällt dir mein Geschenk? Du hast dich doch nicht versehentlich daran gestochen. Sei vorsichtig. So, zurück zur Weltkarte. Und dann können wir jetzt in den Terrakotta-Tempel mit dem Terra-Stachel rein. Speichervorgang. Bitte schalte nicht das System aus. Mache ich auch nicht. Weep, weep. Hier geht's rein. Terrakotta-Tempel. So. So schnell kann es gehen. Das Ding haben wir ja schon ausgelöst. Tick, tack, tick, tack, tick, tack, tick, tack. So. Muss ich das so drücken? Nee, kann ich ansprechen, da einfach wahrscheinlich. Ob vielleicht der Stachel, den der Professor uns gegeben hat, in dieses Loch hineinpasst? Probier's doch mal aus. Ja, sichi. Spitzer Stachel. Geh auf, Sesam. Dieser stachlich wirkende Stachel, der wie der stachelige Stachel eines Stachis aussah, war also wirklich ein Stachistachel. Schnipper, schnipper, Farbstern, wir kommen. Oh, nichts ist hier bunt. Das ändern wir.
Das sind Flammen. Yes. Oh, da gibt es sogar Feuerblumen. Für Lau. Und ein Feuerhammer, auch gut. Das Paar nehme ich natürlich auch gerne mit. So. Hier kannst du auch nochmal einen schönen Anstrich vertragen. Hier ist noch eine Flamme. Hier gibt es nur so eine Feuerkarte, ne? Das ist echt gut. Aber wahrscheinlich bräuchte man dann hier eher so eine Eiskarte. Rein theoretisch. Ich muss da ja irgendwie rüberkommen jetzt, ne? Vielleicht, wenn ich das ausgelöst habe. Ein Pau! Feuerhammer. Na komm, das lösen wir aus. Oh, sehr schön. Boah, oh mein Gott. Muss jetzt gegen alle kämpfen? Ah, ein paar sind das schon. So, hier ist mal eben meine Karten sortiert. Das kann man nämlich auch machen. Da hat man die alle so hintereinander weg. Das habe ich auch aber erst vor ein oder zwei Folgen mitbekommen, dass das geht. Ansonsten hatte ich die Karten in so einer unsortierten Reihenfolge. Also je nachdem, wie ich sie am ehesten bekommen hatte. Ja gut, dass die andere Blume jetzt noch verwendet, ist eigentlich Verschwendung. Spitze! Und jetzt ganz schnell weg. Oh, da ist ein Stern. Ja, damit habt ihr nicht gerechnet, ne? Kommt alle rein! Ja, ja. Hier ist noch einer. Komm. Puff. Wer will, wart noch nicht. Ihr beiden. Ihr auch noch nicht. Oh. Puh. Oh, sehr schön. Nein. Die ganzen Karten. Ich hätte sie sammeln sollen. Na gut, eine Stachikarte habe ich wenigstens noch bekommen. Och Mensch, das hätte ja schon ein bisschen länger auf dem Feld bleiben dürfen. Wenn es nach mir ginge. So, meine Farbe. Kann ich das aushauen? Nee, es bleibt an. Es bleibt so, wie es hier ist. Oh, hier fehlt ein Feld. Pow. Geh weg. Will nicht gegen den Stachy kämpfen. Da, Farbe. Stachys sind doof. Fällt der runter? Ja, der fällt runter. Hab ich das nicht geahnt. Oh, ich habe die Karte gar nicht gesammelt. Ach, mein Inventar schon wieder voll. Wartet, Leute, da hab ich doch. Das kann ich doch regeln. Doch bestimmt richtig unwichtigen Stuff, den ich einfach wegpfeffern kann. Ja, ich habe ungefähr 3 Milliarden Hämmer. Die können einfach mal raus. So. Beim Pau. Pau ist cool. Ich will einen Pau haben. Hab ich zwar noch nie im Kampf benutzt, aber. Ich bin auch immer zu knauserig, was besondere Karten. Oh, was ist das? Was besondere Karten angeht. Da komme ich so nicht rüber, ne. Aber manchmal sind da ja so Blöcke, ne, wenn man haut. Ne, hier nicht. Wow! Tja! Puh. Oh, diesmal habe ich es nicht geschafft. So, jetzt muss ich mit diesem Ding hier. Und noch eine Pau-Karte. Ja, jetzt mittlerweile kriege ich die aber auch hinterher geworfen, ne? So, und dann kann ich da raufspringen, ne? Ich weiß nicht, ob das so oder so besser ist. Lass es mal so. Hep, hep. Ja, hat gepasst. Noch ein Pau. Was wollt ihr damit sagen? Das ist doch viel zu viel. Hm. Oh, Stacheln! Ach so, dann komme ich hier auch mit so einem Rollding hin. Ja, ja. Von hier hinten irgendwo. Will ich den Hammer? Ist es mir das wert? Ah! Nein! Der Kampf ist gestartet. Oh, ist ein ganz normaler.
So, wir sortieren mal wieder die Karten und jetzt suche ich mir die normalsten Hämmer der Welt raus, um das hier zu regeln. Damit ich die auch mal loswerde aus meinem Inventar. Spitze! Oh, ein Kamek-Kampf. So, was macht Kamek? Also, hat jetzt vorgegeben, mit was für Karten ich kämpfen soll, halt. Huch, ich habe deine Karten auf 6 Karten reduziert. Ja, mir doch egal. Mach halt. So. Excellent. Bonus 300 und meine Münzen sind einfach voll. So, ey. Genau, jetzt walze ich die alle platt. Puff. Puff. Perfekt. Oh, gepiekst. Oh, wirklich jetzt? Auch wegen sowas so. So. Diesmal gehe ich da einfach rüber und mache keine Action-Sprünge. Hep. Hep. Alles kaputt machen. Eisensprung. Geht auch kaputt. Und das. So, irgendwas vergessen? Ich hoffe nicht. Ich glaube, das hier kann ich umhauen, oder? Ach, das ist auch so ein Drehdings. Das. Ach, da ist bestimmt so ein Viech drin. Auch so ein Stachi halt. Hier fehlt ein Stück Zaun. Oh! Wurde angegriffen. Wie viele? 2? Ja, dann nehme ich doch die Karte, die ich direkt bekommen habe beim letzten Mal. Eisensprung. So, da muss Farbe hin. Und hier. Leider ist ein Inventar voll. Ja, wenn ich zu viele Karten kriege. Die Gegner dürften halt ein bisschen heaviger sein, ne? So, ich habe hier irgendwie 3 Milliarden Paus bekommen. Ich benutze jetzt einfach beide. So. Oh Gott, irgendwie nutze ich das Ding falsch. Aber jetzt sind die alle zerknittert, ne? So, was habe ich denn noch für übertrieben viele Items? Ah, ich habe hier so einen Dreierschuh. Das passt doch perfekt. Ich sehe hier 3. Ich kann aufhören zu springen, wenn die schon tot sind. Oder besiegt. Ne? Spurlos verschwunden. Kann ich das kaputt hauen? Nee. Nee, kann ich nicht. Na komm, Stachy. Bring! Stachy, bring! Oh, das wird doch jetzt doof, oder? Lass dir Zeit. Mach ganz in Ruhe.
Oh, da musste ich kurz springen. Ah, jetzt krieg ich Schaden. Ich dachte, ich wäre noch schnell genug. Boah, 6 Schaden überlebe ich. So, was nehmen wir dann? Was nehmen wir dann? Wir nehmen einmal das Ding und dann nehmen wir das Ding. Das müsste eigentlich klappen. Ich pau die erst weg. Ich krieg das nicht hin das zweite Mal, ne? Oh, für ihn reicht's nicht. Aber angreifen kann er ja in dem Zustand jetzt auch nicht. Nicht unbedingt. So, ich hab hier noch so einen Hammer, der kann auch weg. Ja, komm. Super. Ich glaube, den sollte ich auch besiegen, den da oben. Nicht, dass der dann irgendwas pfeffert, wenn ich darüber will. Achso, jetzt kann ich auch rüber. Ja, ja, da wollte er schon sowas werfen. Erwischt mich das jetzt? Nee. Oh, und der hat Compadres. So, meine Items hier wieder sortieren. Was habe ich denn hier alles noch? Ich habe... Das kann weg und das kann auch weg. So. Aber wie viel stärker der normale Schuh ist. So, reicht. Nein! Och nö! Ich wollte so unbedingt das mit der Farbe schaffen und hab wie so ein Berserker drauf gehämmert. Oh, jetzt läuft er aber schnell. Er wird, glaube ich, langsamer, sobald ich draufstehe, weil ich ja Mario bin und ich ein bisschen was wiege. Ah, jetzt hat's geklappt. Geht noch einer? Ja, ja. Was wird das? Was? Kann man damit was machen? Mach ihn mal fertig. Oh, ganz allein. Hm. Oh. Für dich habe ich doch bestimmt auch die richtige Karte. So, ich habe hier noch Huchhämmer. Die kann ich auch loswerden. An dir! Ja, einer reichte. Da steige ich ja sogar bald Level. Oh. Moment, dann speichere ich vorher. Oh, da wäre ich gerade fast in die Pika. Der eine Pika sieht hier irgendwie verdächtig aus. Der Blaue bringt mich dann wieder hoch, oder wie ist das? Oh mein Gott. Okay, das sollte passieren. Wie episch er mich rettet. Vorsicht, Mario! Oh! Ich helfe dir rauf, hau ruck! Hüsch! Puh, das war knapp. Wenn ich nicht gewesen wäre, würdest du jetzt den Game-Over-Bildschirm sehen. Hey, sieh mal da drüben. Ah ja, da ist ein roter und ein gelber. Kleine Farbsterne, gleich zwei davon, einer über dem anderen. Aber wie kommen wir denn da nur hin?
mein Gott. Oh nein, vergiss die Farbsterne. Wir sollten uns erstmal Gedanken über diese Lava machen. Die steigt nämlich. Okay. Uah. Was ist denn das hier für ein Drama? Oh Gott. Tu mir das nicht an. Ah, nee. Komm. Oh. Okay, der eine Stern ist weg. Ich brauche die Karte nicht. Ich brauche die Karte nicht, um glücklich zu werden. Oh! Verdammt. Blau. Nein! Nein! Mario! Das war's. Ist schon ein bisschen brutal, ne? Oh nein, ich sehe wirklich den Game Over Screen. So. Wir sind wieder da. Diesmal hoffentlich im Erfolgsmodus. Oh. Das muss viel schneller gehen, Mario. Nein, nicht da. Nicht. Oh, oh nein. Oh Gott, Nico, was du tust, du. Ich muss gar nicht mehr aufs Blau, der fährt dann automatisch. Ich dachte mal, ich müsste wieder aufs Blau, um das. Diesmal steigt die Lava doch viel schneller, erzähl mir doch nichts. Ist ja schon fast oben. Ach man. Nein. Warum steigen die diesmal so schnell? Oh nein, 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 nein. Steigt wesentlich schneller als beim letzten Mal, Leute. Das könnt ihr mir nicht erzählen. Oh, ah, ah, ah. Gut gemacht, mein bärtiger Freund. Und du auch, Farbeimer. Ich meine das ganz ehrlich. Wer hätte gedacht, dass ein unrasierter Klempner und ein fliegender Rostkübel es so weit bringen könnten? Ich jedenfalls nicht, Jungs. Ganz bestimmt nicht. Versteht sich von selbst, dass hier jetzt Schluss für euch ist. Mensch, das ist ja mal eine hitzige Begrüßung und hier ist es sowieso schon so heiß. Also jetzt hör mal hier mal gut zu, du Schuft. Wir werden uns diesen Farbstern schnappen. Keine Chance, Farbeimer. Diese hübsche Leuchtdeko gehört uns. Aber zerbricht dir nicht dein rostiges kleines Köpfchen darüber. Wir haben einen tollen Platz für den Stern gefunden. Direkt in der Mitte unseres schönen Terrakotta-Tempels. So, wenn ihr jetzt freundlicherweise selbst in die Lava springen würdet, oder muss ich nachhelfen? Ja, ich melde mich freiwillig, springe selbst in die Lava, genau. Okay, großer Stachy. Ich habe ja noch ein paar Dudes, die mir helfen können. Ich werde nämlich jetzt einen Stachy einsetzen. Gegen einen Stachy. Ich habe hier auch noch eine Feuerblume. Mal gucken, was jetzt passiert. Obwohl, Feuerblume ist eigentlich blöd. Ich hätte, glaube ich, eine Eisblume nehmen sollen. Egal, Stachy kommt zur Hilfe. Hier bin ich! Es ist weggerannt! Einfach abgehauen! Ich fass das nicht. Verräteros ist ein Verräter? Energie wird aufgeladen. Oh, Flapsi. Okay, erneuter Versuch. Denn stellen wir halt einen roten Zeiger dahin. Und... für Flapsi weiß ich noch nicht. Ach komm, ich hab ja... Ich sollte nicht so viel nehmen, was Rot verbraucht. Weil die rote Farbe geht langsam alle. Ihr seht das, glaube ich, gar nicht auf dem Bildschirm, ne? Weniger als die Hälfte. So, dann macht eben der Shy Guy das jetzt nicht. Doch, Shy Guy. Was? Einfach abgehauen. Oh mein Gott. Ich mach nur Grütze. Geblockt. Geblockt. Oh, das musste ich auch blocken, sonst wäre jetzt Schluss.
Okay, okay, okay. Wir machen das, wir machen das. Wir machen das mit... mit irgendwas. Moment. Oh Gott, die Mucke dreht auch durch. Ein Flapsi kriegt man gar nicht so, ne? Ne, dann muss ich den einmal wegspringen. Mit irgendwas. Ich hab ja noch ein paar normale Schuhe. Und danach, ja, kriegt der Typi das hier mit einem Riesenhammer. So eine Flederratte. Oh. So close. Okay, nochmal ein Pilz, nochmal ein Pilz. Pilzumon. Hab ich hier. Und dann nehme ich... ich habe hier noch drei abgebrochene Hämmerchen. Die könnten reichen. Jetzt! Wie? Energie wird aufgeladen. Du hast doch gar keine Farbe mehr, Flapsi. Gut, dann machen wir eben nochmal die Aktion. Hab ich noch Hammer, oder? Da habe ich noch einen ungefährten Hammer. Den färbe ich einfach mal ein. So. Das müsste jetzt klappen. Nicht? Das ist aber verrückt. So. Damit war es jetzt aber, oder? Ja. Ganz viel Upgrade-Zeugs. Oh, ich steig sogar ein Level. 300 jetzt, denke ich mal. Jo. Max Farbfüllstand erhöht. Für die Farbe. Das ist natürlich die Frage, wie komme ich an den anderen Farbstern ran? Das muss ich noch... Sollte das eben so? Aha! Muss ich aber nochmal rein mir den anderen holen, natürlich. Die 100% habe ich auch nicht. Ich habe so 93 oder sowas. Oh, was ist denn da los? Das sieht aber nach einer bösartigen Gegend aus. So, genau. Terrakotta-Tempel, 93%. Und das ist Vulkan Sienna. Ja, dann hole ich mir noch den anderen Farbstern. Und dann fehlt mir da noch ein Farbstern. Oh mein Gott. Wow. Kann man das Ding färben? Eigentlich? Nee. Ja, dann hole ich mir jetzt mal den anderen Stern hier. Aber dann fehlt mir immer noch 7%. Ich habe nichts gefunden, was ich hätte färben können. Ja, und dann fehlt auch immer noch der dritte Terrakotta-Stein. Nein, der Farbstern. Mann. Vielleicht kann man den erst später holen? Hm.
Das finde ich heraus. Oh, goldenes Kolosseum. Da muss ich aber vorher erstmal, glaube ich, die anderen Nebenmaps hier fertig machen. Vulkan Sienna. Und dann gab es ja auch noch ein paar andere. Naja, dann war es erstmal der Folge. Daumen würde ich mich freuen. Abo natürlich auch. Und die nächste Folge kommt dann bald. Tschüss.